Am Samstag, dem 20. September, besuchte ich in Peine die Eröffnungsveranstaltung des offenen Ateliers. Über den wunderschönen Marktplatz von Peine führt uns der Weg zur ehemaligen und ältesten Gaststätte der Stadt, dem Alten Schwan, wo in den tollen neuen Räumen die Eröffnung stattfand. Wir freuen uns, dass Sie alle hier wirklich so zahlreich erschienen sind. Ich denke mal, der Rest mache ich jetzt Vera. Was ist das hier und heute? Also wir sind Kunst in Peine, die Initiative Kunst in Peine KIP. Das ist Kunst im Peiner Land, ja. Wir sind eine offene Gruppe und das ist hier die Auftaktveranstaltung für die offenen Ateliers, die nächstes Wochenende stattfinden. Sie werden überall die Kataloge finden und sind herzlich eingeladen, nächstes Wochenende sich aufzumachen und die Künstler, die Sie hier vielleicht entdeckt haben, dann in Ihren Ateliers auch selber zu sehen und ein bisschen mehr von denen zu erfahren und vielleicht auch mit dem Künstler oder der Künstlerin sich zu unterhalten. Eine Reihe von Künstlern, die auch am 28. und 29. September sich in ihren eigenen Werkstätten präsentieren, sind zur Eröffnung gekommen und stellen den Besuchern einige ihrer Kunstwerke vor. Ich war sehr erstaunt, als ich um 11 Uhr pünktlich zur Eröffnung dort eintraf und sah, wie viele Menschen sich schon in den Räumen aufhielten. Peine, die Künstlerstadt. Ich denke, da habe ich voll ins Schwarze getroffen. Sehr unterschiedlich sind die Stilrichtungen der Bilder, Skulpturen, dem Schmuck und sogar dem Modedesign. Es wurde gefachsimpelt und bestaunt. Ja, und die künstlerische Berieselung erfasste dann auch mich selbst. Reinhard Karl, eines der Künstler, ob seine Arbeit Hobby oder schon etwas mehr wäre. Es geht eigentlich schon ins Professionelle rein. Ich komme aus dem Gebiet des Designs und habe das nur jetzt aus Altersgründen noch ausgeweitet. Naja. Neugierig, aber fasziniert fragte ich ihn, wo er sich die Inspiration für dieses Bild hergeholt hat. Ja, in Berlin, in der Nationalgalerie, war eine Ausstellung von Gerhard Richter vor einigen Jahren. Und da bin ich da reingekommen und da habe ich das Foyer gesehen mit den Leuten und da habe ich mir gesagt, das musst du malen. Bei der Schmuckdesignerin Annette Wiese fragte ich, warum sie keinen realen Schmuck ausgestellt hat. Ja, zum einen, dass ich nicht den ganzen Tag hier sein kann. Zum anderen, weil ich in erster Linie werben möchte für meine Workshops, die ich anbiete in Bülten, in meiner Werkstatt. Und da gerne mal zeigen wollte, was machbar ist, auch wenn man das Handwerk nicht gelernt hat. Ich schlenderte weiter und fand tatsächlich eine Modedesignerin. Den Beruf bin ich gekommen, das hat relativ früh angefangen, in der Kindheit schon, klassisch über die Puppeneinkleidung, Tenniseinkleidung, dann über die Berufsausbildung als Damenschneiderin, über das Modedesignstudium und zu den Künstlern hier in Peine bin ich gekommen, einfach weil es eine wunderbare Plattform ist. Und die Frage an Sie, wie lange betreiben Sie dieses Hobby, kann man ja sagen, oder ist es schon professionell? Also es ist auf jeden Fall mehr als ein Hobby, weil ich habe ja auch schon in Polen und überall Ausstellungen gemacht, in ganz Deutschland. Und malen tue ich seit 83. Habe ich gerne. Was sagt uns dieses Bild? Ich komme mal ein bisschen näher. Ich sehe da hinten eine Stadt und den Vollmond. Und um den Mond
im Endeffekt im Weltall kreist alles rum. Unsere Ideen, unsere Gedanken. Sie, liebe Zuschauer, haben natürlich die Möglichkeit, am 27. und 28. September hier im Peiner Land alle diese Künstler in ihren Ateliers zu besuchen. Die Adressen blenden wir jetzt noch einmal für Sie ein. Das Peiner Land. Hier ist Kultur und Kunst zu Hause.